Es muss doch von öffentlichem Interesse sein, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Die Fläche, die einmal umgewidmet ist und bebaut ist, die ist für immer weg. Aber es gibt wenig Sachen, die so sicher sind wie unser Geschäftsmodell und dass wir warme Betten in den Ressorts haben. Da muss die Politik auch ganz klar sagen, wir machen keine Klientelpolitik. Es ist so viel Geld im Markt, dass die Menschen sagen, okay, bevor es auf die Bank gibt, dann schaue ich lieber, dass ich im Alpenraum eine Immobilie erwirbt. Schafft es ein privater Hotelier heutzutage ein größeres Projekt noch selbst zu finanzieren? Eher nicht. Wir verlagern das Problem auf die nächste Generation. Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Es ist heute eine spezielle Ausgabe vom Alpenverein Basecamp. Wir treffen uns zum zweiten Mal und alle, die das jetzt hören und sehen, sehen es zum ersten Mal. Wir haben nämlich beim ersten Mal vergessen, den Ton aufzunehmen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch den Weg nochmal antan habt. Thomas Bayer, Geschäftsführer von Alps Resort. Eigentlich ihr seid der führende Vermieter von Chalets und Apartments, kann man so sagen, oder? Genau so ist es. Wir sind Marktführer in der Betreibung von Chaletresorts und Aparthotels im Alpenraum und betreiben aktuell 29 Resorts mit ca. 6.500 Betten in Österreich und in Bayern. Da quasi die ganze Vermietungs- und Vermarktungskompetenz auf der einen Seite. Auf der anderen Peter Angermann, der Geschäftsführer des Österreichischen Alpenvereins Landesverband Kärnten, zweites Mal angereist aus Kärnten. Vielen herzlichen Dank. Du sprichst für was genau? Also mein Hauptthema ist die Alpenkonvention. Wir haben uns seit ein paar Jahren sehr stark im Kärnten Alpenverein mit der Alpenkonvention befasst und mit, vor allen Dingen auch mit der nachhaltigen Entwicklung von Orten im Alpenraum. Und du bist quasi oft zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite quasi jene, die sagen, ein Chalet-Neuprojekt braucht zu viel Ressourcen, Naturenergie und auf der anderen Seite jene, die gern investieren würden. Siehst du dich da zwischendrin oder siehst du dich einer Seite mehr zugetan? Ich fühle mich sehr mit der Alpenkonvention verbunden, weil es ja meine Zwiespältigkeit irgendwie widerspiegelt. Die Alpenkonvention hat den ganz großen Grundsatz, es geht um die ansässige Bevölkerung, die im Alpenraum lebt. Die soll ihr wirtschaftliches und soziales Entwicklungspotenzial selbst bestimmen können. Und sie hat auch diesen Ausgleich zwischen einerseits Ökonomie, also die Wirtschaft, die natürlich auch ganz wichtig ist im Alpenraum, aber auch die Ökologie und daneben die gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist eigentlich der ganze Tenor der Alpenkonvention, den ich selber auch lebe, weil ich komme aus einer Gastronomenfamilie. Wir haben eigentlich als Kind immer vom Tourismus gelebt oder mit dem Tourismus gelebt. Und jetzt bin ich quasi auf einer anderen Seite oder auf der Seite des Alpenvereins, wo einerseits schon stark der Zugang zu den Bergen im Vordergrund steht, aber andererseits in unserem Vereinszweck auch dieser Naturschutz ganz ein wichtiges Thema ist. Und wie gesagt, früher die Alpenkonvention hat eben beide Themen oder eigentlich drei Themen inklusive der gesellschaftlichen Entwicklung im Fokus und ist ein ausgleichendes Moment in dem Aspekt, weil es hat keinen Sinn, wenn wir alles unter Naturschutz stellen, wenn die Menschen immer drüben leben können. Weil es geht ja auch darum, die Menschen, die da drüben im Alpenraum leben, die brauchen ja Einkommen. Und da ist es manches Mal halt wirklich abzuwägen, was dominiert jetzt. Ist jetzt wirklich der reine Naturschutz dominant? Weil da sollte dann wirklich einfach, da ist ein Schlussstrich zu ziehen, wenn man nur mehr, praktisch nur mehr den Kommerz im Vordergrund sieht. Oder steht vielleicht der Kommerz in einem gewissen Sinn auch im Vordergrund, speziell wenn es um Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung geht. Da sieht schon, wie weit dieses Thema oder wie viele Themenfelder eigentlich das Ganze umreißt und auch streift. Mhm. Wir haben jetzt noch zugeschaltet aus Kärnten, Erich Auer, Naturschutzreferent des Landesverbandes Kärnten. Erich, du bist in dem Fall in der heutigen Gesprächsrunde die Stimme der Natur, oder? Ja, gerne. Ich bin ja Naturschutzreferent und in der Position auch gleich Naturschutzbeirat in Kärnten. Das ist bei uns die Umweltanwaltschaft. Wir haben zwar jetzt nicht direkt mit allen Chalet-Dörfer-Themen zu tun, aber wenn es natürlich um UVB geht oder um Feuchtflächen, um Alpinzonen, dann sind auch wir gefragt. Und dann müssen wir unsere Expertise abgeben. Auf der anderen Seite haben wir auch schon sehr viele Hilferufe jetzt aus der Bevölkerung, von Anrainern, aber auch von der Raumordnung, die sagen, was jetzt in Kärnten passiert, das darf nicht so weitergehen, das muss gestoppt werden. Deswegen ist auch das Thema
Chaletdörfer für uns jetzt vordringlich und wird heftig diskutiert. Wo siehst du da die Problemfelder, ganz konkret? Ja, die Problemfelder sind, dass nach dem Verkauf der Seegründe, die sind ja total verbaut schon unsere Seen, auch jetzt die Begehrlichkeiten in die Berge rücken. Das heißt, auf die Almen, in die Nähe von Skigebieten, rund um die Bergseen, in Landschaftsschutzgebiete. Man kann nämlich heute Sternenhimmel, schöne Aussicht, klare Luft, reines Wasser, intakte Natur sehr gut verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel Geld jetzt am Finanzmarkt, das ist ja schon diskutiert worden. Gibt es Corona, gibt es die Klimathematik. Das alles bewirkt natürlich, dass sich die Interessen von Käufern und Verkäufern hier genau in diesen Punkten treffen und ein massiver Druck auf sensible Gebiete auch entsteht. Und von der Größe her, von der Lage her, von der Ausgestaltung her sind diese Projekte sehr oft eben nicht naturverträglich. Thomas, ihr wächst sehr schnell. Merkt ihr einen Widerstand, dass es schwerer wird, solche Projekte zu realisieren? Oder ist dieses Wachstum für euch, geht es locker? Weil es, wenn man sich die Dynamik anschaut am Markt, ist es ein erfolgsversprechendes Modell, das Chaletdorf. Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Projekte gemeinsam mit unseren Partnern nur realisieren, wenn wirklich auch vor Ort in der Region, sprich bei den Anrainern, bei den Bürgern in der Region, auch diese Akzeptanz gegeben ist. Ja, und wenn es natürlich auch naturschutztechnisch Sinn macht. Ja, also wir wollen da nicht in die Natur eingreifen, wo es keinen Sinn nicht macht. Und ich glaube, man muss ganz klar differenzieren. Und der Erich hat vorhin diese Seengrundstücke in Kärnten angesprochen auch, die ja ein sehr sensibles Thema sind im Land Kärnten. Und ich glaube, da muss man ansetzen, weil da wird sehr viel vermischt. Die Seengrundstücke, ich glaube, da wurde sehr viel auch als quasi Zweitwohnsitz, vielleicht teils auch als illegaler Zweitwohnsitz verkauft. Und wir wiederum betreiben ja warme touristische Betten. Ja, und das ist immer dieser Unterschied. Wenn jemand irgendwo am See, am Kärntner See, ein großes Areal kauft mit 2000 Quadratmeter, dort 3 Wochen im Jahr quasi zu Hause ist und im Rest vom Jahr steht das Ganze leer. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Das wollen wir auch nicht. Und das ist auch nicht Teil unserer Projekte. Aber garantieren kann es ja nicht. Also wenn ein Chaletdorf einmal nicht mehr läuft, dann steht das Ding auch leer. Also die Garantie ist relativ. Garantieren kann man im Leben nie etwas, ja? Aber es gibt wenig Sachen, die so sicher sind wie unser Geschäftsmodell und dass wir warme Betten in den Ressorts haben. Wir sind jetzt im 11. Jahr unseres Unternehmens und die Ressorts, die wir seit Anfang an betreiben, sind nach wie vor sehr erfolgreich und wir haben da Vollbelegungstage, die weit über dem Durchschnitt der klassischen Hotellerie in den jeweiligen Regionen liegen. Also ich traue mich zu behaupten, dass ein Projekt, wie wir es betreiben, Ferienhäuser, Apart-Hotels, wesentlich erfolgreicher sind, was die Wertschöpfung in der Region betrifft, als heutzutage ein neues Hotel irgendwo hinzustellen. Wo und wann macht der Eingriff in die Natur von dir aus Sinn? Weil du hast gesagt, das machen Projekte Sinn. Wir haben so einen begrenzten Lebensraum. Wo macht es dann Sinn? Der Eingriff in die Natur macht jetzt generell per se nicht Sinn. Das ist sicherlich falsch ausgedrückt. Es gibt touristisch gewidmete Flächen. Ja, seit vielen Jahren teils touristisch gewidmete Flächen, wo Projekte aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden können. Und ein gutes Beispiel ist sicherlich eines unserer neuen Ressortprojekte in der Tiroler Zugspitzarena. Dort gibt es ein Areal, eine ungenützte touristische Fläche direkt an der Skipiste. Dort ist auch kein Siedlungsprojekt oder dergleichen vorgesehen. Ein Hotelprojekt war nicht realisierbar, weil quasi quer über das Grundstück eine Hochspannungsleitung führt. Und wir haben in einer sehr kompakten Bauweise dort unser Chaletresort mit 17 Chalets errichtet, gemeinsam mit unserem Partner und betreiben das teilweise jetzt schon seit diesem Winter in vollem Umfang ab kommenden Sommer schon sehr erfolgreich. Und ich glaube, es ist für die ganze Region was sehr Positives, weil neue, moderne Betten entstanden sind und diese ungenützte touristische Fläche sinnvoll genutzt wird. Jetzt schaut natürlich ein Chaletdorf besonders gut aus, wenn es frei steht, wenn viel Natur zu sehen ist, wenn diese Verbundenheit zu einem unberührten Umfeld irgendwo hergestellt ist. Das ist wahrscheinlich dann der Jackpot. Und da geht es ja grundsätzlich auch
du hast schon angesprochen, um die Flächenwidmung, die Flächenwidmungspolitik dahinter, dass man überhaupt als Betreiber, als Investor zu solchen Grundstücken kommt. Peter, wie problematisch oder wie unproblematisch verläuft das bei uns? Ja, die Flächenwidmung, das ist natürlich so ein Thema. Die Flächenwidmung ist Aufgabe des Gemeinderats, der jeweiligen Gemeinde. Und da spielen halt meistens sehr viele andere Interessen im Vorfeld schon mit. Man denkt eben an zusätzlichen Einnahmen über die Kur- und Nächtigungstaxe, über die Kommunalabgabe und so. Und diese Themen spielen im Vordergrund mit. Da geht es darum, dass man relativ schnell in kurzer Zeit wieder Geld in die Ortschaften kriegt. Und die Gemeinden haben ja das Problem, dass ihnen halt leider seit 2009, kann man sagen, seit der großen Bankenkrise, das Geld ausgeht. Natürlich jetzt mit Corona auch noch einmal, weil da fällt auch in vielen Fällen der Tourismus sehr stark wieder zurück. Und auf der anderen Seite ist das Problem, Menschen, die im Gemeinderat sitzen, wissen eigentlich gar nicht, welche Sachen sie damit eigentlich verbrechen, wollen das mal. Weil wenn man jetzt das primäre Interesse, das kurzfristige Geld im Auge hat, dann versteht man oder dann übersieht man das mal, was passiert in 20 Jahren. Die Fläche, die mal umgewidmet ist und bebaut ist, die ist für immer weg. Das heißt, die nächsten Generationen, und da ist die Alpenkonvention sehr stark dahinter, dass die nächsten Generationen auch berücksichtigt werden. Die nächsten Generationen haben einfach keinen Grund mehr zum Leben. Und das zusätzliche Problem, was bei diesen vielen Flächenwidmungen, Umwidmungen passiert und vor allen Dingen, wenn es externe Investoren sind, wo einfach sehr viel mehr finanzielle Masse da ist, sie zerstören natürlich die Preise am Land. Viele Familien können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Wir haben da teilweise in Gebieten zwischen 6.000 und 14.000 Quadratmeter Preise. Das ist schon in einer Dimension, ich meine, das ist die Innenstadtlage Wien. Das ist halt einfach nicht mehr. Und dann ist das Problem, wir als Gemeinden versuchen, unsere Familien oder unsere Jungen bei uns zu halten. Und dann machen wir auf der anderen Seite, ohne das böse zu meinen, aber trotzdem, wir machen mit der Änderung der Raumordnung, mit der Änderung der Flächenwidmung von grünem Bauland, wir treiben die Preise in die Höhe. Florian, darf ich da ganz kurz einhaken, was der Peter sagt, weil das ist uns auch ein sehr wichtiges Anliegen, weil da muss man, glaube ich, wieder stark differenzieren. Genauso, was der Peter sagt, ist richtig. Die Preise werden nach oben getrieben durch diesen Handel mit dem Stück Land, diesem wertvollen Land, was wir haben. Aber da geht es wiederum um diese Zweitwohnsitze. Es geht nicht um touristische Projekte. Uns ist kein einziges touristisches Projekt bekannt, dass in der Region die Immobilienpreise für Einheimische nach oben getrieben hat. Das ist einfach nicht belegbar und das ist nicht richtig. Es sind genau diese illegalen Zweitwohnsitze, die Preise nach oben treiben. Erich, kurzer Wink aus dem Fenster. Ja, da muss ich mir einmischen. Natürlich müssen wir unterscheiden zwischen gewerblichen Betten, zwischen sinnvoller Tourismusentwicklung und hier und den Trend zu Zweitwohnsitzen. Leider sind natürlich diese Tourismusprojekte oft so trojanische Pferde für Zweitwohnsitze. In Kärnten läuft es so, dass man jetzt einmal zuerst schaut, was kann man an Chalets verkaufen vom Projekt. Mit dem Geld wird das ganze Projekt finanziert. Am Nassfeld zum Beispiel hat man 464 gewerbliche Betten bewilligt bekommen und 160 circa Zweitwohnsitzbetten, um das zu finanzieren. Und auch das hält man nicht ein. Das sind schon mehr als 30%, die eigentlich erlaubt sind. Und jetzt kommt man darauf, dass man eigentlich das Hotel gar nicht braucht, dass man eigentlich mehr verkaufen könnte. Sobald es umgewidmet ist, gibt es eigentlich keine Kontrolle mehr. Wer kontrolliert dann, ob da jetzt das vermietet wird, ob da jetzt der Besitzer drinnen wohnt, ob es leer steht, ob er jetzt nach Ablauf des Vertrages nach 10, 12, 15 Jahren in den Besitz übergeht. Also die Problematik ist natürlich, dass hier sehr viele Möglichkeiten sind, dass man das kauft und dass auch hier die potenziellen Käufer vorhanden sind. Gesetzlich ist es auch nicht so, wie Sie es gemeint haben. Es wird zwar versprochen, dass es naturangepasst ist, dass es ökologisch funktioniert, dass es keine Nachteile gibt, aber das ist dann nicht die Wahrheit, bitte. Wer sagt denn, was alles für negative Begleiterscheinungen auch damit verbunden sind in solchen Veranstaltungen, wenn der Projektwerber informiert? Ein Beispiel habe ich jetzt beim Chaletdorf Hochrindel. Da hat man Gutachten verlangt über die Auswirkungen. Und nachdem er gesehen hat, dass der Amtssachverständige durchaus kritische Gutachten bringt, hat man ihn einfach abmontiert und
andere Sachverständige eingesetzt, Privatsachverständige, weil die halt auf die nächsten Projekte wieder schielen müssen und nicht unbedingt so kritisch urteilen. Also da läuft nicht alles so, wie es eigentlich soll. Und auch die Gesetze sind eigentlich nicht so, wie man das erwarten würde, um Missbräuche, um negative Entwicklungen hintanzuhalten. Das sind jetzt ein paar verschiedene Punkte. Vielleicht darf ich zu einem wichtigen Thema mal Stellung nehmen noch. Das eine angesprochene Projekt am Nassfeld kenne ich jetzt auch nur aus medialen Berichterstattung. Über das haben wir auch schon mal im Vorfeld kurz uns unterhalten. Es gibt natürlich in diesem Bereich, wie in allen Branchen, auch schwarze Schafe. Ja, das kann man sicherlich schwer vermeiden. Aber ich kann nur von unseren Projekten sprechen und wir sind eben auch der Marktführer hier in Österreich in diesem Bereich. Unsere Projekte werden alle mit Raumordnungsverträgen mit den Gemeinden abgesichert. Und das ist natürlich auch die Verantwortung der Gemeinde, dementsprechend diese Raumordnungsverträge sicherzustellen. Und dort werden inzwischen Sachen festgehalten, wenn man sich das mal anschaut, das ist unglaublich. Ja, da gibt es kein Exit-Szenario für irgendwen. Und dieses Gerücht von wegen, dass irgendwann mal die touristische Widmung nach 10, 15 Jahren endet, das ist einfach auch faktisch nicht belegbar. Diese Flächen sind touristisch gewidmet und egal wie lange Betreiberverträge laufen, die werden immer touristisch gewidmet sein. Und auch in unseren Verträgen ist es so festgehalten, dass falls ja, wir gekündigt werden sollten als Betreiber oder ähnliches, muss der Eigentümer sicherstellen, dass es einen alternativen Betreiber gibt ohne Übergang. Und ansonsten ist eine Kündigung gar nicht möglich. Ja? Das heißt. Aber auf eurer Homepage, ihr seid ja Vermietungspartner, bekommt man auch den Eindruck, dass ihr schaut, dass ihr Investoren vermittelt für Chaletdörfer, für Apartments. Also das ist schon auch ein Geschäftszweig. Es ist kein Geschäftszweig von uns, sondern natürlich basiert unser Produkt ja, auf der Finanzierung ja, von Investoren. Genauso wie es auch in der großen Kettenhotellerie in der Stadt üblich ist. Dort gibt es für ein großes Hotel in Wien vielleicht einen Investor, vielleicht auch mehrere Investoren. Und genauso ist es auch bei unseren Angeboten. Ja. Dort stehen teilweise mehrere Investoren dahinter, teilweise auch Großinvestoren. Ja. Und wir bieten natürlich unsere Ressorts auch an am Markt, ja, im Auftrag unserer Partner. Ja. Wir vermitteln es. Ja, aber unentgeltlich, ja, sondern das ist halt, weil wir das auch dann betreiben möchten, sind wir sehr erpicht darauf, dass das auch realisiert wird, das Projekt. Aber wie siehst du das, gerade als jemand, der aus Tirol kommt, wo der Platz wirklich mehr als nur begrenzt ist? Wir geben uns ja da die schönsten Filetstücke unserer Landschaft, unserer Natur in fremde Hände. Deshalb glaube ich auch, dass vor allem in, sag ich mal, Regionen wie in Tirol sehr viel auf das Thema Revitalisierung hinsteuert. Und wir haben da bereits sehr viele Projekte in der Vergangenheit gemeinsam mit unseren Partnern auf den Markt gebracht. Im Salzburger Land haben wir da einige Projekte schon realisiert, zum Beispiel in Pinzgau auch, wo alte, leerstehende Dorfgasthäuser mit unseren Konzepten revitalisiert wurden. Das heißt, da sprechen wir nicht von der grünen Wiese, sondern von Bestandsbauten. Das ist sicherlich auch in Tirol ein Thema zum Beispiel, was in den nächsten ein, zwei Jahren kommen wird. Aber es gibt eben nach wie vor auch touristisch gewidmete Flächen, ungenützte Flächen, wo das ein oder andere Projekt vermutlich entstehen wird. Ja? Und das ist dann oft aber echt nicht oft, sondern immer, auch von der Gemeinde gewollt. Ein aktuelles Projekt haben wir in St. Johann in Tirol. Dort gibt es ein großes Projekt, was auch mehrheitlich von der Gemeinde bewilligt wurde. Ja, und es braucht ganz dringend diesen zeitgemäßen modernen Betten dort in dieser Tourismusregion. Peter, wie geht es dir zwischen den Sesseln bei solchen Verhandlungen, bei solchen Widmungen? Weil die Natur, wenn sie spricht, bringt kein Geld, sie kostet Geld, nämlich man muss auf was verzichten. Die Wirtschaft hat einen klaren Businessplan, die kann sagen, was sie in die Region hineinwirtschaftet. Wie kommt da die Stimme der Natur überhaupt durch? Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Vielleicht wollte ich mal vorher noch eingehen auf das, was der Thomas früher erwähnt hat. Ich habe auf der Homepage von euch auch nachgeschaut. Da geht es an mein Modell, glaube ich, in Eisenerz, wo wirklich eine bestehende Landschaft, eine bestehende Bergarbeitersiedlung revitalisiert worden ist. Und das entspricht ja auch genau der Intention der Alpenkonvention, dass man im Tourismusprotokoll steht drin, bestehende Substanz nutzt. Es steht dann im Raumordnungsprotokoll drin, dass Innen- vor Außenentwicklung geschieht. Also in Wirklichkeit, in gewissen Sachen kommt auch so ein Projekt durchaus und vor allen Dingen, wenn auch ansässige Arbeitskräfte
drinnen mitarbeiten, kann man so ein Projekt durchaus befürworten. Aber das, was der Erich früher angesprochen hat, diese Gefahr der Zweitwohnsitznutzung, das ist dramatisch. Das ist, es gibt einen Immobilienentwickler, der auch im Raum bei euch daheim in Kitzbühel, anderes Unternehmen, nicht euer Unternehmen, der wirbt auf seiner Homepage wirklich unverfroren damit, dass es um Zweitwohnsitze geht. Und dass er schreibt dann drinnen, dass da die Orte, und also die Staaten immer mehr versuchen, weil der Raum begrenzt ist, Zweitwohnsitzgesetze zu schaffen. Und zwischen den Zeilen, wenn man lesen kann, sagt er eigentlich, wir haben da schon Modelle, wie das dann trotzdem geht, auch in einer touristischen Nutzung. Das heißt, das ist halt immer die Gefahr dabei, dass da vorher schon diesen, es ist einfach zu viel Geld im Markt. Es ist sehr viel im nordeuropäischen Markt, also Dänemark, Schweden, Deutschland, England, es ist so viel Geld im Markt, dass die Menschen sagen, okay, bevor es auf die Bank gibt, dann schaue ich lieber, dass ich im Alpenraum eine Immobilie erwerbe. Entweder nutze ich es dann touristisch am Anfang, das spricht ja noch dafür, das ist ein sogenanntes warmes Bett. Aber bei vielen kommt dazu, einfach weil es so viel Geld im Markt ist, den interessiert es gar nicht, die touristische Nutzung. Der kommt von Anfang an, seine Intention, auch wenn das jetzt als Zweitwohnsitznutzung verboten ist drin, er kann von Anfang an damit rechnen, dass es in 15 bis 20 Jahren, und das hat vor allem mit der Liebhabereiverordnung im Steuerrecht zu tun, nach 15 bis 20 Jahren kann er das Projekt verkaufen und hat sogar noch die Mehrwertsteuer sich erspart und die Betriebskosten gegenrechnen können. Deswegen, das ist dieses Thema mit den 15, 20 Jahren, das halt immer wieder rauskommt. Aber wie gesagt, was ich früher schon gesagt habe, wir verlagern das Problem auf die nächste Generation. Wir haben kurzfristig zwar jetzt zum Beispiel jemanden, der ein Grundstück in unserer Ortschaft verkauft hat, verholfen, dass er relativ gutes Geld dafür kriegt, aber langfristig ist die nächste Generation darauf angewiesen, sich halt dann irgendwo einen Wohnraum zu finden. Kitzbühel zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel. Da wohnen viele Menschen wohnen nur mehr außerhalb, weil die Innenstadt oder die schönsten Gebiete, diese Filetstücke, was der Erich früher gemeint hat, die sind nicht mehr leistbar für einheimische Bevölkerung. Damit machen wir ja praktisch das kaputt und da spricht auch die Alpenkonvention dagegen. Die Alpenkonvention sagt, grundsätzlich geht es um die ansässige Bevölkerung im Alpenraum. Also wir importieren uns da eigentlich Globalisierung rein teilweise mit diesen Investments. Und noch schlimmer ist es, wenn das dann ein Immobilienfonds ist, weil da ist einfach so viel Geld drin. Und ob das Grundstück pro Quadratmeter jetzt, was sie 500 Euro kostet, 80 Euro oder 1600 Euro oder sowas, ist ganz egal. Es geht um ein Grundstück, das man kaufen will, weil das Geld ist da. Ich habe mir die Zahlen einmal angeschaut. Momentan werden in Österreich 11 Hektar am Tag versiegelt. Und wir haben noch 5.900 Quadratkilometer naturbelassene, unerschlossene Landschaftsräume. Das heißt, umgerechnet 11 Hektar, 0,11 Quadratkilometer. Im Jahr machen wir 40 Quadratkilometer zu. In einer Generation, sagen wir 70 Jahre, haben wir die Hälfte, hätten wir die Hälfte unserer jetzt noch naturbelassenen, unverschlossenen Landschaftsräume verbaut. Das heißt, in zwei Generationen hätten wir das Land versiegelt. Erich, ich hoffe, die Zahlen stimmen auch aus deiner Sicht. Ist der Gesetzgeber noch zu lasch, was diesen Schutz betrifft? Oder geht es gar nicht anders, damit wir unser Leben so leben können, wie wir es gerne hätten? Die Zahlen stimmen. In Kärnten sind es so ca. 1,5 Hektar pro Tag, die versiegelt werden. Also das ist erschreckend, wie das weitergeht. Und man muss bedenken, dass das eben nicht nur die versiegelten Flächen betrifft, sondern der gesamte Wirkraum, der davon betroffen ist. Wenn man so ein Hoteldorf hinbaut, wie jetzt Hochringel, das hat 5 Hektar, knapp unter 5 Hektar Fläche, da wird auch schon Bürstlingrasen, dealpiner Bürstlingrasen vernichtet, der zum Beispiel vom Aussterben bedroht ist mit seinen Bewohnern. Oder Silikat, Lärchen, Zirbenwald und so weiter direkt. Aber auch rundherum gibt es auch sensible Bewohner. Zum Beispiel gibt es dort den Mornellregenpfeifer oder den Wachtelkönig oder Raufußhühner, also Steinhuhn. Die sind alle sehr sensibel, was Störwirkungen betrifft. Das heißt, wenn dort dann 200 Schwammelsucher unterwegs sind, dann sind die weg. Die ziehen sich immer weiter zurück. Ihre Lebensräume werden immer mehr eingeengt. Das Wild wird vertrieben. Hat dann irgendwo anders Endstand und äst dort die Rinde herunter und macht Schäden und so weiter. Also die ganzen negativen Auswirkungen bis hin zum Wasserverbrauch, bis hin zum Energieverbrauch, zum Immensen, zum Lärm, zur Lichtverschmutzung, die da entsteht, all das müsste mit berücksichtigt werden. Deswegen dränge ich so, dass man wirklich auch eine strenge UVP bei diesen Großprojekten durchführt und sich nicht drückt und so halt so knapp unter die 5 Hektar bleibt oder unter die 500 Betten, sind heute nicht mehr 499 Betten,
man müsste das streng prüfen. Ja, weil, aber Erich, die Gutachten gibt es ja. Warum ist dann die Entwicklung eine andere? Ja. Genau, der zweite Punkt ist, es muss nicht nur amtsmäßig geprüft werden. Im Naturschutzgesetz gibt es auch den Passus öffentliches Interesse. Das heißt, es wird zwar festgestellt, dass der Landschaftscharakter beeinträchtigt wird, dass die Tier- und Pflanzenart betroffen ist, aber das öffentliche Interesse überwiegt und es kann trotzdem bewilligt werden. Und da wird halt dann angeführt, ja, es entstehen Arbeitsplätze, es wird investiert, es wird die Infrastruktur ausgebaut und so weiter. Und da findet meiner Meinung nach die Abwägung zu wenig ehrlich statt. Es muss doch von öffentlichem Interesse sein, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Für uns alle. Dass wir wirklich auch hier genau abwägen, was opfern wir langfristig. Sind diese Projekte nachhaltig oder stehen noch mit der Zeit Ruinen herum? Bei Speicherteichen, wenn die nicht mehr betreut werden, das ist eine immense Gefahr später mal. Und so weiter. Also hier muss man wirklich ganz sensibel sein. Hier müsste man auch die Bevölkerung sensibilisieren, dass sie nicht nur das Interesse am Bau, am Arbeitsplatz, der eh nicht von Einheimischen am meisten bestritten wird, sehen, sondern auch alle Nachteile für die Natur, für die Landschaft, fürs Land. Flo, vielleicht lass mich ganz kurz auf zwei Beispiele mal eingehen, was das Thema der Bodenversiegelung betrifft. Weil ich glaube schon, dass sich da ganz gut auch zeigen lässt, dass es sehr viele gibt, ja, die inzwischen auch sehr wohl, ja, auf die ökologische Bauweise schauen. Da ist ja der Erich sehr kritisch gewesen vorhin. Ich nenne mal das Beispiel auf der Duracher Höhe. Ja, dort haben wir seit inzwischen 10 Jahren ein Ressort in der Betreibung. Dort sind knapp 40.000 Quadratmeter Fläche, ist dieses Ressort entstanden. Und dort sind nicht mal 10% der Flächen versiegelt worden. Ja? Also nicht versiegelt, sondern keine Flächen wurden versiegelt und knapp 10%, ja, wurden gerodet, also auf so einer großen Fläche. Diese Häuser wurden alle auf Stelzenbauten errichtet. Das heißt, da gab es keine Bodenversiegelung. Ja? Da rinnen die Bäche unter den Häusern unten durch. Das heißt, die Natur wurde maximal erhalten. Wir haben jetzt in Kärnten ein weiteres Projekt, ein neues in Kötschach-Mauten, wo rein auf Säulenfundamenten errichtet wurde auch. Also auch dort gibt es keine Bodenversiegelung. Ich gebe recht, ja, es ist nicht bei jedem Projekt natürlich so, aber es wird bei immer mehr Projekten darauf geachtet, dass schon die Umwelt sehr, sehr stark in den Fokus rückt. Wie kommt ihr zu solchen Stückeln? Weil mir als Privatmensch ist es, abgesehen vom nicht vorhandenen Etat, unmöglich, allein es zu bekommen, auch wenn ich das Geld hätte. Wie kommt man als Betreiber, als jemand, der es quasi professionell macht, wie kommt ihr dazu? Zu solchen ausgewählt schönen Platzeln, da wo jeder gern leben wird. Also unterstelle ich jetzt einmal den jenen, die für Natur etwas überhaben. Also in der Regel ist es so, dass Grundstückseigentümer, die touristisch gewidmete Flächen haben, sich bei uns melden, ja, und sagen, dass sie eben dort ganz gerne touristisch was entwickeln würden, und dann schauen wir uns das gemeinsam mit unseren Partnern an. Das ist aber bei weitem nicht so, dass wir da jede Anfrage, die wir bekommen, direkt umsetzen, sondern wir prüfen ganz genau, hat es für uns eine touristische Relevanz? Gibt es dort schon zu viele Betten? Ja, wie haben sich die Betten generell in den letzten Jahren entwickelt? Weil da muss man auch wiederum sehr stark differenzieren, glaube ich. In den letzten Jahren gab es immer wieder die Debatte der Bettenobergrenzen. Gleichzeitig gab es sehr viele strukturschwäche Regionen, wo es einen massiven Bettenschwund gab. Und wir sind mit unseren Ressorts in sehr vielen sogenannten B-Destinationen unterwegs, wo wir eben auch wieder Arbeitsplätze schaffen im Tourismus und sehr wohl auch eben zur Wertschöpfung vor Ort beitragen. Das ist immer sozusagen auf der Habenseite als Argumentation geführt, aber wie kommt ihr zu diesen Grundstücken? Ja, es sind die Grundstückseigentümer, die aktiv auf uns zukommen. Also wir sind nicht in der Akquise und sagen, wo also können, wenn man da direkt zum Beispiel das Projekt Reiteralm direkt neben der Skipiste, traumhafte Lage, da meldet sich der da haben wir es beispielsweise, da meldet sich der Grundstückseigentümer und sagt, mach's was draus. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Das ist ein lokaler Hotelier aus Schladming, der Eigentümer des Grundstücks war, und der hat gesagt, da würden die Chalets sehr gut hinpassen. Sie haben dort touristische Widmung. Und die haben gesagt, ja, das ist wiederum so ein Beispiel, auf Säulenfundamenten errichtet, auf
praktisch fast unnützbarer Fläche. Also da kannst du keinen Wohnbau hinstellen. Da gibt es wenig Bauträger, Bauunternehmer, die generell dort was entwickeln können. Es gab aber touristisch gewidmete Fläche und deshalb wurde das dort auch errichtet und hat im Schnitt 230 Vollbelegstage und trägt massiv zur touristischen Wertschöpfung bei. Erich, wenn du sowas siehst, ist es dir zu viel? Also Zauberwort ist touristische Widmung. Dann geht's. Gibt es dir zu viel touristische Widmungen? Na, ich sehe da als Gegenentwurf die Bergsteigerdörfer des Alpenvereins. Das wäre vielleicht ein anderer Ansatz, dass man sagt, man möchte nicht Zustände wie in den französischen Alpen, wo diese Großinvestoren da alles verbauen und aus einer Hand betreiben, sondern man möchte die Strukturen kleinräumig entwickeln, von innen heraus. Man möchte hier schauen, dass das Gewachsenes weiter gefördert wird und nicht was Neues hingeklotzt wird. Ich verstehe auch nicht, wie man zu diesen Umwidmungen kommt. Eigentlich wären das landwirtschaftliche Flächen. Also meiner Meinung nach müsste man die Landwirtschaft hier ganz anders aufwerten, dass der Bauer von seinen Produkten leben kann und nicht hier in Versuchung kommt, das große Geld zu machen. Man müsste zum Beispiel auch bei Umwidmungen die Wertsteigerung abschöpfen, dass man sagt, das ist ein Ortsgewinn, da müsste wieder investiert werden, wenn man rückwidmet. Also hier sind viele offene Fragen noch und ich denke, dass die Entwicklung nicht mehr so weitergehen kann, dass man einfach schaut, wo kann man was kriegen, immense Wertsteigerungen durch die Umwidmung erzielen und möglichst viel große Flächen verbauen, damit man dann möglichst viel Umsatz macht, sondern man muss das wachsen lassen und es muss auch dieser Trend hin zum Finanzieren durch Verkauf gestoppt werden. Ich weise nur darauf hin, dass wir in Kärnten 75.000 Zweitwohnsitzbetten haben. Touristische Betten sind es vielleicht 100.000. Und es geht immer mehr in Richtung Zweitwohnsitz. Aber da sind wir eh einer Meinung, dass das eine falsche Entwicklung ist, was ich so von der Runde jetzt gehört habe. Okay. Also wir sind völlig gegen Zweitwohnsitze, ja, weil das sind genau die Leute, die eigentlich in ein Hotel gehen sollten, ja, und nicht irgendwo in einem Zweitwohnsitz schlafen sollten. Das heißt, die Leute fehlen uns ja auch, ja, deshalb wollen wir das partout auch nicht. Ja, die Frage ist natürlich, ja, wenn ich das mal in den Raum stellen soll, wer finanziert denn neue Tourismusprojekte? Schafft es ein privater Hotelier heutzutage ein größeres Projekt noch selbst zu finanzieren? Eher nicht. Ja. Deshalb ist die Frage, wohin geht die touristische Entwicklung? Und ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden ist, wenn jetzt auch sehr viele österreichische Investoren in den heimischen Tourismus investieren. Ob es jetzt ein großer ist, ob es mehrere sind, wo ist aber das Problem? Aber bedeutet ja auch, dass die, die noch was machen können mit unserem Land, jene wenigen sind, die richtig viel Geld haben. Das heißt, den meisten bleibt der Zugang zu solchen Flächen dann für immer verwehrt. Da kann ich nichts machen. Das ist verbaut. Ja, du wirst mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber ich komme jetzt wieder mit den touristisch gewidmeten Flächen. Ja, aber was willst denn du als Privatperson mit einer touristisch gewidmeten Fläche, wenn du kein Touristiker bist? Du kannst dir dein Haus ja da nicht hinbauen. Ja? Also das ist wiederum natürlich eine Gemeindeentscheidung. Ist ja eine Frage der Flächenwidmung. Ist eine Frage der Flächenwidmung. Und natürlich sind die Gemeinden gefordert, ja, zu entscheiden, was machen sie mit ihren Flächen. Und viele sagen, ja, wir brauchen touristische Projekte und wo es nicht gebraucht wird, sind natürlich die Gemeinden gefordert, dementsprechend Wohnraum zu schaffen für die neuen Generationen. Da sind wir, glaube ich, völlig einer Meinung. Ja, ich bin genauso Tiroler, mir geht es genauso schwer, jahrelang gewesen als junger Familienvater irgendwo einen Platz zu finden. Also man ist da natürlich angewiesen auf die Entscheidungen der Gemeinden. Peter, um es abzuschließen, die Runde, die ich übrigens höchst spannend finde, wo müssen die Impulse in der Zukunft gesetzt werden? Ja, die Impulse, du hast früher schon angesprochen, ist der Gesetzgeber zu nachlässig bei dem ganzen Thema. Die Impulse müssten eigentlich in der Gemeinde kommen. Es geht nämlich nicht um den Gesetzgeber primär, weil die Gesetze, die Raumordnungsgesetze der Länder, das sind ja Landesmaterien, die sind relativ streng und gehen auch Richtung gegen diese Zweitwohnsitze. Das Problem ist die Gemeindeebene, der Verordnungsgeber. Das wird im Gemeinderat meistens gemacht. Also im Gemeinderat nicht nur meistens, der Gemeinderat beschließt, ob eine Fläche von Grünland in Bauland gewidmet wird. Und der Erich, vom Erich mal einen schönen Artikel gelesen, den er unlängst irgendwo in einer Alpenvereinszeitschrift gesagt hat, vorher wird den Gemeinderäten und den Bürgermeistern, Gemeinderätinnen und Bürgermeisterinnen versprochen, das Blaue vom Himmel nehme ich herunter und danach werden dort Zweitwohnsitze gemacht. Da gibt es vorher Projektentwickler, die bereiten das Projekt auf, es werden vor Ort Partner gesucht, die Partner
gehen in die Gemeinderäte oder gehen zum Bürgermeister, idealerweise gleich direkt in irgendjemanden, der im Gemeinderat bestimmende Worte sprechen kann, also zum Beispiel jemand, der vielleicht einer größeren Fraktion vorsteht, und dann ist das Projekt eigentlich schon im Endeffekt vorbestimmt. Im Gemeinderat selber, da passiert nicht viel. Die Leute sehen, das ist ein Punkt von 15 Punkten auf der Tagesordnung, ich hoffe, wir sind bald fertig, und dann schaut man bei der Abstimmung drauf, wie der Bürgermeister oder wie der Mehrheitsführer halt abstimmt, und dann macht man da halt mit. Das fehlt einfach die Expertise auf Landesebene oder auf Gemeindeebene. Deswegen, ich bin extrem natürlich für die Gemeindeautonomie, aber dass diese sensible Materie, wo es wirklich um viel Geld geht und wo es auch um die Zukunft geht, was wir mit unserem Land machen, dass diese auf dieser fehlenden Expertise aufbaut, das ist ein riesen Problem. Weil ich bin überzeugt, dass viele Gemeinderätinnen in den Gemeinderäten halt nicht mal wissen, was sie da eigentlich machen, wenn sie da zustimmen bei der Umwidmung. Sie beschließen nämlich eine Verordnung aufgrund eines Gesetzes, des Raumordnungsgesetzes. Und diese Verordnung hat Auswirkungen darauf, dass das Grundstück oder dass die Gemeinde halt dann bis zu einem gewissen Teil an Flächen Überhang kriegt, der Bauland gewidmet ist. Das ist ja ein zweites Problem, was wir noch haben. Wir haben viele Orte im Alpenraum, die haben 30-40% Baulandwidmung, wo nichts gebaut wird, wo niemals irgendeiner vorhat, was zu bauen. Das ist einfach nur Grundstück, das als Wertanlage gesehen wird und vielleicht irgendwann bebaut wird. Oder man wartet darauf, dass die Preise von selber steigen. Das ist ja sehr viel Geld drin. Der Erich hat früher das Thema erwähnt, die Wertsteigerung. Ein Bauer kriegt heute bei einem Grünlandpreis vielleicht 50 Euro. Sobald es umgedreht wird, kriegt er 500 Euro zum Beispiel. Es kommt darauf an, in welchem Gebiet es ist. Umgekehrt, wenn aber die Gemeinde irgendwann einmal sagt, nach 10 Jahren, der Baulandüberhang ist zu groß, wie widmet zurück, müsste die Gemeinde entschädigen. Das heißt, die Wertsteigerung wird nirgends irgendwie steuerlich wirksam. Der Bauer oder der Grundstückseigentümer verkauft das Grundstück, hätte eigentlich eine Wertsteigerung, in dem Fall ein Einkommen, aber wir haben ja nur 7 Einkunftsarten in unseren Steuergesetzen drin. Das heißt, diese Wertsteigerung wird nirgends abgeschöpft. Aber im Gegenteil, wenn es umgedreht wird, wenn die Gemeinde dann sagt, nein, es ist jetzt zu viel Grünland umgewidmet worden in Bauland, wir müssen wieder zurückgehen, dass wir einfach wieder den Überblick kriegen, müssten wir es entschädigen. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Ja. Thomas, wenn es um den Impuls in die Zukunft geht, ihr werdet jetzt von der Financial Times als eines der 1000 schnell wachsendsten Unternehmen Europas gesehen. Wie viel Fläche wird in den nächsten Jahren für weitere Bauten von euch dann übernommen und betreut? Ich glaube, es wird im alpinen Tourismus in Zukunft ganz, ganz stark in das Thema, noch stärker in das Thema Revitalisierung gehen. Das heißt, wir werden uns anschauen müssen, was passiert mit den ganzen alten Bestandsbauten. Da ist sehr viel Handlungsbedarf. Wir haben beim österreichischen Tourismus das massive Problem der Nachfolge. Das heißt, die nächsten Generationen wollen Betriebe nicht übernehmen. Das ist in Kärnten, glaube ich, ganz extrem auch momentan, wo es einfach auch Pläne, Strategien braucht. Es gibt Regionen, die definitiv auch neue Betten, sprich neue Projekte benötigen, um den Tourismus als Wirtschaftszweig zu entwickeln. Das heißt, da wird auch Neues entstehen natürlich, aber ich glaube, Fokus wird sicherlich auch stark auf dem Thema Revitalisierung sein. Erich, wo siehst du's? Ich stimme da voll zu. Nicht nur Revitalisierung, sondern auch Rückbau. Das heißt, nicht mehr gebrauchte Flächen müssen wieder entsiegelt werden. Das müsste auch vielleicht auch vorgeschrieben werden. Es muss eine ganz klare Raumordnung geben. Die Gemeinden sind überfordert. Wenn Profis kommen, Immobilienprofis, die da wirklich wissen, wie sie argumentieren, wie sie das versprechen, da sind die Bürgermeister immer die Zweiten oder die Gemeinderäte. Das heißt, das Land muss ganz klare Raumordnungsvorgaben geben. Nicht so, wie es jetzt im Raumordnungsgesetz in Kärnten steht, Paragraph 3c zum Beispiel, eine Raumverträglichkeitsprüfung kann auf Betreiben des Projektwerbers veranlasst werden. Das heißt, eine Raumverträglichkeitsprüfung muss gemacht werden, wenn das Projekt über die Grenzen hinaus Auswirkungen hat. Da darf nicht kann drinnen stehen. Und es muss ganz klare Regeln geben, wo nicht erbaut werden darf. Es müssen die Grenzen festgelegt werden, wie viel verträgt ein Gebiet. Wo sind die Grenzen des Ausbaus? Wie viel verträgt das Ökosystem, damit es noch resilient genug ist, auch alle anderen Beanspruchungen noch zu vertragen? Es sind ja nicht nur diese ganzen touristischen Sachen. Es drängen auch die Windparks jetzt mehr auf unsere Berge.
auch da das große Geschäft zu machen ist jetzt. Energiepolitik ist wurscht, die bringen nicht viel Strom, aber was sind natürlich jetzt Milliarden drinnen nach dem neuen Energieausbaugesetz, erneuerbaren Ausbaugesetz? Es drängt der Tourismus immer mehr hin zu den attraktiven Plätzen. Es werden Straßen gebaut, es werden neue attraktive Angebote gebaut, es werden Kunstobjekte gebaut, es alles Mögliche. Also wie der Alpenraum jetzt da in Anspruch genommen wird, das ist wirklich problematisch. Da braucht es eine ganz, ganz klare Raumordnung und ganz klare Gesetze, die nicht von den Interessenvertretern diktiert werden. Bei uns sitzt immer die Landwirtschaftskammer drinnen, wenn das Naturschutzgesetz geändert wird und verhindert manches, was wirklich im Sinne der Natur wäre, weil es halt irgendwo der Kammer nicht passt. Da muss die Politik auch ganz klar sagen, wir entscheiden, wir machen keine Klientelpolitik, wir entscheiden objektiv, was ist für die Öffentlichkeit, was ist für unsere gesamte Bevölkerung das Wichtigste und lebensnotwendig und nicht für die Betreiber sinnvoll. Florian, lass mir vielleicht noch ganz kurz einen Satz sagen, weil der Erich die Natur angesprochen hat. Also für mich, für uns als Touristiker ist natürlich eine funktionierende Natur absolut essentiell, damit der alpine Tourismus auch in Zukunft Relevanz hat und funktionieren kann. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir da gemeinsam noch achtsamer sind, was die Natur betrifft. Also da, glaube ich, widersprechen wir uns nicht. Ja, es geht, glaube ich, hauptsächlich um den Ausgleich, dass man eben, Erich hat früher das Abwägen angesprochen, den Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie und natürlich gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist etwas, was halt die Alpenkonvention sehr stark in sich hat. Weil die Alpenkonvention, die ist geltendes Recht in Österreich, sowie in allen 8 anderen Staaten, bis auf die Schweiz, die haben die Protokolle nicht unterschrieben. Aber die Alpenkonvention ist geltendes Recht und hat eben diese Abwägung. Aber was will ein Gemeinderat oder eine Gemeinderätin mit einem Wort wie Abwägung? Der hat mit dem Thema einfach zu wenig zu tun. Der kann sich da um die Sachen nicht kümmern. Da ist das Problem, wo ich echt sehe, die Raumordnung sollte wahrscheinlich entweder wirklich begleitet werden, schon im Vorhinein hinein, durch die Landesregierung, durch Fachleute da drüben. Im Nachhinein wird es ja wohl nochmal überprüft. Da gibt es dieses Überprüfungsverfahren durch die Ämter der Landesregierung. Aber meistens, wenn die Umwidmung stattgefunden hat und wenn es keine Einwendungen gibt, dann sagt die Landesregierung in den meisten Fällen, ja, macht's halt. Und da fehlt mir ab und zu wirklich dieser, ich meine, wir in Kärnten, ich glaube, wir kommen jetzt gehen auf einen richtigen Weg hin. Unser neues Raumordnungsgesetz hat wirklich diese Innenentwicklung vor Außenentwicklung und hat auch Nutzung bestehender Substanz. Aber der Erich hat genauso gesagt bei der Raumverträglichkeitsprüfung, das ist eine Kannbestimmung. Und eine Kannbestimmung heißt, vor allem in dem Fall, der Bauwerber kann. Aufgrund des Bauwerbers kann die Gemeinde was machen. Das muss ja wirklich genau sein. Dass der Bauwerber hat zu, wenn das eine Auswirkung hat, eine nachhaltige Auswirkung, der hat eine Prüfung zu machen. Und das ist so wie im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. Man versucht halt manches Mal, auch im Umweltverträglichkeitsprüfung, man versucht unterhalb dieser 500-Bettengrenze zu bleiben, dass man keine UVP hat. Und die Alpenkonvention, die siege im Endeffekt wie ein großes Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Die Alpenkonvention hat zum Beispiel 8 Protokolle, die sich mit allen Themen, also wirklich ganzheitlich befasst. Und würde man die Alpenkonvention wirklich ernst nehmen, dann hätten wir Chance an nachhaltige Entwicklung. Aber so bewegen wir uns immer weiter auseinander. Sowohl preislich, eben von den Flächenwidmungsflächenpreisen, wie auch im Zuge dessen, dass dann die Abwanderung verstärkt wird, weil einfach die Menschen drüben sich den Grund nicht mehr leisten können. Und da sehe ich die große Gefahr drin. Wir als Alpenverein Landesverband Kärnten sind seit 3-4 Jahren mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, heißt das jetzt, und mit Zipra sehr stark dran, dass wir die Alpenkonvention in den Gemeinden bewusster machen. Und dass die Intention der Alpenkonvention, wir haben da als Landesverband Kärnten ein Skriptum zu dem Thema rausgegeben, wo wir halt versuchen, jetzt wirklich in den Gemeinderäten dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen einfach wissen, es geht um die nachhaltige Entwicklung. Und die hat nicht primär nur ein Element, nämlich das Ökologische oder das Ökonomische, sondern alle 3 Elemente im Blick. Und wir versuchen auch gemeinsam mit der Verwaltungsakademie Kärnten jetzt dieses anzubieten. Ab Juni, Mai, Juni gibt es die ersten Kurse dazu für Leute, die in Gemeinderäten eben bei der Raum
Raumordnung oder bei der Raumumwidmung mitentscheiden. Und dieses Angebot sollte halt einfach genutzt werden, auch natürlich von den alpenfreien Sektionen, dass sie wissen, sie haben ja Instrumente, die im Gesetzesrang sind. Das ist ja beschlossenes österreichisches Recht. Das ist im österreichischen Parlament beschlossen worden und vom Bundespräsidenten ratifiziert. Das ist gleich wie das UVP-Gesetz oder das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, gilt die Alpenkonvention bei uns. Wird vielfach vergessen, aber wir hätten ein langfristiges Instrument für die Entwicklung des Alpenraums damit. Ich danke dir für die Brandrede, für die Alpenkonvention. Ich bin ein großer Fan davon. Und hoffe, dass viele Gemeinderätinnen und Räte diesen Podcast, diese Ausgabe des Alpenverein Basecamp hören und natürlich viele andere auch, denn da waren spannende Impulse dabei, so aus allen Richtungen. Danke dir, Thomas, dass du dabei bist, Erich, fürs Zuschalten. Und das Wichtige ist, wer den Erich auch sehen will, wie gesagt, diesen Podcast gibt es auch auf YouTube, auf unserem Channel Österreichischer Alpenverein oder gesammelt alles auf der Podcast-Seite des Alpenvereins, ganz einfach alpenverein.at/basecamp. Für heute war es genug der vielen Impulse, jetzt heißt es nachlesen und nachdenken, dazu habt ihr angeregt. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Schönen Abend.